Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzliche Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen nämlich Minecraft, aber nicht nur alleine, sondern ich spiele heute auf dem Server auf einer kleinen Wintermap sozusagen. Ich habe extra einen Server erstellt, ihr dürft sogar mitspielen, habe ich mal so gedacht. Und ich habe mir gedacht, wir machen uns zusammen ein kleines Dörfchen, so zu Weihnachten zusammen. Wir bauen einen Weihnachtsbaum auf, so eine kleine Sachen halt mal entspannt für den Winter auf einem kleinen Server. Das wär's doch, dachte ich mir. Und dann habe ich mich gestern dran gesetzt und 24 Stunden dran gearbeitet, damit das Ganze hier läuft. Aber jetzt läuft es endlich. Und flüssig! Ja, gut, ich musste sehr viel über Minecraft lernen. Wie gesagt, ich war sonst nie wirklich Minecraft Let's Player sozusagen. Da waren viele Tricks und so weiter dabei, damit das Ganze auch flüssig läuft. Jetzt läuft es alles flüssig und wir waren gerade beim Spawn. Das heißt, wenn ihr hier auf den Server kommt, hier ist der Spawn. Das Ganze läuft natürlich mit einer Whitelist. Das heißt, ich entscheide, wer alles mitmacht. Und um mitzumachen, ist ganz einfach, müsst ihr ein aktiver Zuschauer für mich sein. Das ich muss jetzt aufpassen, wir haben mitten in der Nacht, oh Gott, ein aktiver Zuschauer von mir sein. Das heißt, diejenigen, die ich öfters in den Kommentaren sehe, die kommen zuerst. Danach kommen die Jungs aus Discord, die da sehr aktiv sind. Und ja, das ist die Reihenfolge. Wenn ihr zu einem dieser Parts gehört, dann dürft ihr natürlich mit auf den Server. Schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr dabei sein wollt, mit Namen. Ich schreibe euch dann zurück, wenn ihr mitkommen dürft. Und dann bin ich gespannt. Ich habe ein paar Mods installiert, damit das Ganze ein bisschen spannender wird, ein bisschen lustiger, dass wir ein paar dekorative Sachen haben. Und in der heutigen Folge werde ich, oh Gott, den Ort bestimmen, wo wir bauen. Ja. Kann es nicht irgendwie Tag werden. Schwein, beschütz mich. Ich fühle mich irgendwie so ein bisschen klein. Aber du bist ein Schaf, egal. Schafe beschützen einen auch, oder? Er hat genickt, okay, perfekt. Das ist ein Ei. Das Ei nehmen wir erstmal mit. Damit kann ich Deadline bewerfen, wenn er mitmacht. Sehr schön. Dieses Ei werde ich mir aufsparen, bis Deadline hier ist. So, da sich hier gleich der Spawn befindet, würde ich sagen, bauen wir hier. Hier ist eine schöne Fläche. Hier kann man sich schön ausbreiten. Wir müssen nicht alle quasi Arsch an Arsch rumhängen. Ihr könnt auch ein bisschen weiter bauen, so ist es nicht. Aber ich werde jetzt erstmal den Anfang machen und gucken, wo ich mich aufbaue. Hier ist eine fette Höhle. Das könnten wir zu einer Mine ausbauen, Freunde. Zu einer Mine. Alle brennen, wunderschön. Und ich würde schon fast behaupten, dass hier dann irgendwie der riesige Weihnachtsbaum dann steht, den wir hoffentlich bauen werden, wenn ihr Bock drauf habt, was zu bauen. Und ansonsten, mein Haus wird sich hier befinden. Ich habe entschieden, mein Haus wird sich hier befinden. Ich habe hier extra diesen Block mitgenommen. Zack. So, markiert. So, und nun fange ich an, mein Häuschen zu bauen. Ich weiß noch nicht, was es wird. Ich werde natürlich alles nicht in der Aufnahme machen, da das Ganze ja nur einen Monat laufen wird. Und ich in einem Monat höchstwahrscheinlich nicht sehr viel schaffen werde. Vor allem, weil Minecraft da nicht täglich kommt, sondern vielleicht alle 2 Tage, vielleicht mal 3 Tage. Je nachdem, wie viel ich Lust habe, aufzunehmen. Ich werde auf jeden Fall so auch spielen. Das heißt, wenn ihr auf diesem Server seid, könnte es sein, dass ich hier natürlich bin und schon fleißig am Bauen bin. Und vielleicht Deadlines Haus verschandeln mit Graffiti. Mal gucken. Ich hoffe, Deadline macht mit, damit ich alles von ihm zerstören kann. So. Und ansonsten, ja, das ist das ganze Projekt, was ich mir so gedacht habe. Es ist quasi schon so ein Abklatsch von dem, was Zombie und die anderen YouTuber gerade machen. Nur ich habe es halt gesehen und dachte mir, da hast du eigentlich auch voll Bock drauf. Aber alleine ist auch so ein bisschen blöd. Alleine einfach so ein kleines Winterdorf aufzubauen. Und ja, keine Ahnung. Als hätte ich keine Freunde. Als würde mich keiner mögen. Deswegen dachte ich, ich mache das Ganze mit dem Server. Und da ist mein Baustein. Ja, hier baue ich mich auf. So. Ich brauche selbstverständlich erstmal ein bisschen Holz. So, zack, ein paar davon. Ich werde demnächst wahrscheinlich nochmal einen anderen Shader. Okay, kann ich das jetzt noch machen? Habe ich andere Shader drauf? Ich hoffe, das funktioniert. Drückt mir die Daumen. Ich habe momentan die Zeus drin, weil, wie gesagt, ich habe diese Lecks und musste herausfinden, wie ich diese Lecks bereinigen kann. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt. Da! Ah, schon viel besser. Ein bisschen heller und meine Augen tun weh, aber egal. So, ich brauche auf jeden Fall so eine kleine Box. Die stelle ich mir dann hier hin. Das kann damit weg. Ich habe so einen kleinen
Stil, sozusagen. Es liegt daran, dass ich so eine kleine, ja, abgeänderte Figur habe. Ihr seht schon, ich habe im Krieg meinen linken Arm verloren und habe nur noch meinen rechten, aber dafür ist der sehr stark ausgeprägt und er schwebt in der Luft. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ich brauche auf jeden Fall am Anfang eine Schaufel und damit ein bisschen wenigstens mein Territorium zu markieren. Okay, das war kacke. So. Kannst vergessen, wie Minecraft funktioniert. Ich baue mir gleich zwei. Ich meine, das sind billige Holzschaufeln. Ey. Kann man nicht viel erwarten, ne? Also werde ich jetzt quasi von mir nur das Gerüst sehen. In der nächsten Folge werde ich wahrscheinlich schon viel mehr haben. Weil ich werde tatsächlich einfach nur noch nach der Folge, wenn ich sie aufgenommen habe, kurz warten, bis die ersten Leute hier joinen. Und dann komme ich nochmal privat drauf. Wir bauen ein bisschen. Und dann werde ich morgen wahrscheinlich nochmal aufnehmen. Euch zeigen, wie sich das Ganze entwickelt hat nach einem Tag. Ob die Folge dann morgen kommt, das weiß ich nicht, je nachdem, was ich geplant habe. Ich bin jetzt ein bisschen motivierter als die letzten Tage. Vielleicht liegt das einfach nur an Weihnachten, weil Weihnachten so eine schöne Zeit ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich bin mal wieder ein bisschen motivierter, meine Folgen wenigstens mit Thumbnails versetzen, Folgen aufzunehmen. Ich habe schon viel geplant, was ich aufnehmen möchte. Vor allem die Spiele, die ihr mir schon geschenkt habt, die werden auf jeden Fall die Tage auch noch kommen. Und anderes Zeug, ich freue mich drauf. Ist tatsächlich die Zeit gekommen, wo ich mich hier wirklich freue, wieder aufzunehmen. Keine Ahnung, was mich die letzten Tage so gehindert hat. Vielleicht war es Naruto, man weiß es nicht. Ich spare mir noch mal ein bisschen Schnee auf, damit ich andere Leute mit Schneebällen bewerfen kann. So. Und natürlich vom Projekt von den anderen YouTubern inspiriert, habe ich mir da ein paar Mods geklaut. So, eine Mod ist... Wenn ich das jetzt hinkriege... Ach, oh Gott. War das nicht so irgendwie? Hä? Ich dachte, die ist installiert. Moment, das kann ich anders gucken. Habe ich sie jetzt installiert? Habe ich sie nicht installiert? Doch, habe ich. Ach, Stein. Ach Gott, ich brauche Stein. Kleiner Leck. Gut, dann brauche ich eine Spitzhacke. Ich muss euch das nämlich noch zeigen in dieser Folge, sonst wird das nichts. So, Spitzhacke. Ich brauche Stein. Wir haben ja hier diese wunderschöne Höhle, die wir dann zusammen erkunden können. Und den Fleisch. So, wo war die? Die war es nicht, oder? Ui, wir haben ja ganz schön viele Höhlen, muss ich sagen. Oh Gott. Okay, nicht angucken, nicht angucken. Dann tut er dir auch nichts. So, da, Steinmeißel. Jawohl. Mit diesem Steinmeißel können wir aus solchen großen Steinen kleine Bits raushauen. So, und diese Bits haben wir dann hier im Inventar und können sie natürlich beliebig, wo wir hier... Ups, habe ich jetzt draufgesetzt oder weggenommen? Okay, das ist ein bisschen buggy. Übrigens, wenn ihr so einen Stein mal ein bisschen auseinandergenommen habt, könnt ihr auch schon durchlaufen. Eigentlich braucht man ja den Meißel, um hier Sachen reinzuhauen. Aber wenn ihr schon so einen kleinen Bit in der Hand habt, könnt ihr damit auch schon Sachen raushauen. Und die könnt ihr dann mit Rechtsklick platzieren. Könnt ihr dann hier so ein bisschen was Spielerisches machen. Kann man auch nicht gegenlaufen, kann man durchlaufen. Ja, wird schon ganz cool. Und ich glaube, man kann es sogar mitnehmen. Ja, ja, tatsächlich. Man kann das Kunstwerk, das man erschaffen hat, mitnehmen und woanders hinbauen. So, jetzt haben wir da einen Wasserhahn. Zum Beispiel. Das sind die Möglichkeiten. Ich nehme mal diese komischen kaputten Steine jetzt mit. Die will ja keiner von euch mehr haben. Und das bleibt einfach nur dekorativ da. Auf jeden Fall kann man hier sehr viel machen, das freut mich. Und ich bin gespannt, was ihr draus macht und was ich draus mache. Ich werde hier erstmal mein Gebiet absichern. So, das Einzige, was mir noch fehlt, ist halt, dass es irgendwie regelmäßiger schneit. Muss ich gucken, wie man das einstellt, damit es hier öfter schneit. Und die ganzen Gebiete halt nicht so grasig sind. Ich finde es ein bisschen blöd, wenn es nicht schneit. Die ganze Zeit nur die Sonne scheint. Aber es reimt sich. So, ich muss, glaube ich, noch den Boden auftragen. Oder will ich größer bauen? Ich will größer bauen. Meine Häuser sind immer riesig und leer. Ich mag es, Gebäude zu bauen, aber ich mag es, sich nicht einzurichten. Das heißt, wenn jemand von euch bei mir ein paar
Möbel reinsetzen möchte, darf er das natürlich tun. Vielleicht auch sogar selbst gebaut, so ein Stuhl. Ups. Boah, ich fail die ganze Zeit mit diesem Ding, ey. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Weil Rechtsklick ja eigentlich ganz normal ist fürs Hinstellen und Linksklick ganz normal fürs Wegnehmen. So. Naja. Und ich könnte mit der Spitzhacke ein bisschen Stein holen, damit ich mir eine ordentliche Schaufel bauen kann. Ich weiß nicht, kann ich mit diesem komischen, kaputten Stein auch eine Schaufel bauen? Das wäre natürlich mal ganz interessant zu wissen. So können wir wenigstens Sachen recyceln, die wir auseinandergenommen haben. So. Mal gucken, vielleicht fällt es mir noch ein, irgendwie andere Mods noch reinzumachen. Vielleicht habt ihr Vorschläge an Wintermods, die Sinn machen. Nö. Kaputte Steine sind also unbrauchbar. Na gut. Fahren wir uns neue. Wissen wir wenigstens Bescheid. Hier gab es doch mehrere Löcher, oder war das das hier? Tatsächlich, das sind einfach zwei nebeneinander. Und die führen nicht mal zusammen. Mit hier wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich, wenn ich hier runterspringen würde und da reingehen würde, dann wäre alles easy. Naja, ich habe auf jeden Fall den Schaden von den Creepers ausgemacht. Das heißt, wenn ihr auf die Idee kommt, einen Creeper in mein Haus zu schicken, es wird euch nichts bringen. Der macht nämlich keinen Schaden. Sag mal, hast du schlecht geschissen da hinten, oder was? Jetzt komme ich mal rüber. Ich hau dir erstmal ein Loch in den Kopf. Funktioniert das? Nein. Schade. Wäre auch zu cool gewesen. Einfach den Kopf von den Typen wegnehmen. So, das könnt ihr natürlich mit allem Material machen, auch mit Holz. Jetzt habe ich dem ganzen Holz hier was weggenommen. Und es gab noch eine andere Funktion, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die funktioniert. Da bin ich. Guck mal. Ja, ich habe mich extra winterlich angezogen für euch. Nochmal hier zum Zeichen. Winterlich. Wintermütze angezogen. Nur für euch. So. Es gab hier mal irgendwie so ein Mausrad oder so. Das muss ich irgendwie noch selber herausfinden, wie das funktioniert. Auf jeden Fall könnt ihr euch sowieso Gucklöcher überall durchmachen. Fenster. Moment, ist das verbuggt? Ach, wenn man sich duckt, dann sieht man die. Ah, wenn man sich duckt, dann sieht man, was da für Objekte das sind. Guckt euch das an, Mini-Holz. Könnte man sich in den Holzboden legen. Man braucht höchstwahrscheinlich eine Menge Zeit, um das Ganze perfekt hinzukriegen. Wenn man etwas Perfektes bauen möchte. Aber es ist möglich. Mal gucken, was ich draus machen würde. Also ich habe auf jeden Fall schon mal Bock, da was draus zu bauen. Ich bin gespannt, was ich hinkriegen werde. Wenn ich etwas hinkriegen werde. Naja. Gut, wenn ihr diesen löchrigen Baum seht, nehmt ihn einfach auseinander. So, ich brauche für eine normale Schaufel noch ein bisschen Stein. Ach ja, das Ganze läuft auf der 1.11.2. Dafür braucht ihr natürlich die Forge. Wenn ihr dabei seid bei dem Projekt, geht einfach auf Discord. Ich markiere euch da als Winterbewohner. Und ihr könnt dann gemeinsam in einem Chat, auch in einem Sprachchat zusammen spielen. Und ich werde euch auch einen Chat erstellen, wo alle Sachen sind, die ihr braucht. Das heißt die IP, alle herunterladbaren Sachen, die man braucht. Alter Schwede, ist das schwer. Und ja, das war es eigentlich schon, was ihr wissen müsst dafür. Ist wirklich nicht schwer, ihr müsst es eigentlich nur in einen Ordner ziehen und das war's. Das heißt recht easy. Ich hoffe, das kriegen alle hin. Wenn nicht, ich stehe euch ja mit Rat und Tat zur Verfügung. So, jetzt wird es langsam dunkel. Zum Glück ist der Shader nachts richtig hell. Deswegen habe ich mir auch rausgesucht, damit ich hier nicht komplett im Dunkeln hänge. So ein Shader ist schon was Feines, muss ich sagen. So. Zack. Gut, ich denke mal, von der Größe wäre das ganz cool. Mir ist spontan sogar noch was anderes eingefallen. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ich habe, wenn ich Minecraft spiele, habe ich immer zu viele Ideen. Aber mal gucken. Vielleicht wird es ja ein richtig schönes Haus. Vielleicht kriege ich ganz viele Daumen nach oben von euch für dieses Haus. Wenn es irgendwo fertig ist. In 100 Jahren. Man weiß ja nie. So. Nehme ich mir zu viel vor? Ich glaube, ich verkleine das Ganze mal ein bisschen. Wir machen das so und dann mache ich einfach nur so einen kleinen Hof hin. Ich,
Ich will mir einfach nicht so viel vornehmen. Das mache ich jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich Minecraft irgendwie spiele, nehme ich mir so riesige Bauprojekte vor, an denen ich dann scheitere und dann kann ich auch mehr was zu spielen, weil es mir einfach zu lange dauert. Zum Beispiel ein Tunnel, der über 100 Kilometer geht. Und da hänge ich da den ganzen Tag und grab den Tunnel. Und dann denke ich mir, wäre doch eine geile Idee, wenn ich da jetzt überall noch Holzstreben und so mache. Ja, und dann dauert es mir zu lange. Einfach mehr. Was willst du eigentlich? Keine Zombies erlaubt. Wenn ich zuschlage, ist immer meine Waffe gar nicht so schnell, schlage ich zu. Okay, das hat... Oh nein. Meine Schaufel. Ich brauche eine neue Schaufel. Ich hoffe, ich kriege das hin, bevor er da ist. Nein, lass mich. Nein, ich verdammt, ich kann kein Schwert mehr bauen. Verzieh dich! Oh, da ist schon der nächste Zombie. Ich muss das Haus schnell fertig kriegen. Verzieht euch doch bitte! Ich brauche ein Schwert. Warum ist das so eine scheiß Holzspitzhacke? Okay, Moment. Ich habe einen Plan. Ich laufe mal ein bisschen weiter weg. Jetzt kriegt ihr eins mit der Schaufel in die Fresse. Komm. Aber der Creeper macht trotzdem Schaden. Und den Schnee hat er weggehauen. Ja, gut. Hier ist das Spawn. Für alle, die es so nicht wussten. Suchen wir mal gemeinsam den Weg. Der war nicht so schwer. Ja, cool. Direkt an meinem Haus ist das Spawn. Nice. Ich glaube, nee, das waren meine Schneebälle. Hoppala. Jetzt lass mich in Ruhe. Ich will nur mein Zeug haben. Wie die auch in der Luft schweben. Okay. Hier. Ich habe die Schneebälle. Lass mich doch in Ruhe. Na! Ah! Die Zombie-Armee. Oh mein Gott, was ist hier los? Oh nein. Was bist du denn? Du bist doch... Ja. Das ist ein guter Plan. Was ist denn hier los? Ich will doch nur mein Wintertraum leben. Okay, wir bauen einfach weiter. Ist drauf. So. Ich baue mir jetzt hier eine kleine Mauer auf. Dann muss ich nur die Zombies loswerden. Was ist denn hier los? Oh mein Gott, okay, ich baue in diese Richtung. Lasst mich doch in Ruhe. Was? Nein! Hilfe! Super, jetzt habe ich eine Zombie-Armee hinter mir. Klasse, einfach klasse. Oh, okay, ich bin safe. Bin safe. Okay, ich werde einfach mein Gebiet komplett abgrenzen. Ich meine, es wird sowieso bald Tag. Was wird schon? Ich habe auch das Spiel extra auf einfach gestellt, damit, ja, es ist halt jetzt kein großartiges Projekt, wo man sterben sollte. Okay, Zombies, kommt mal mit. Wir haben da hinten ein paar Creeper. Die solltet ihr mal kennenlernen. Die sind voll die dufte Typen, ey. Die schmeißen immer so eine knallharte Party. Da explodiert alles. Ah! Was zum? Nein! Oh Gott! Ah! Wo bin ich? Das hat die nicht mehr ange... Es werden immer mehr! Was ist denn los mit denen? So, ich muss schnell das Zeug loswerden. Kann ich von hier aus easy raufspringen? Es kann doch nicht... Seit wann sind in Minecraft so extrem viele Zombies? Kann ich gar nicht entsinnen. Scheiße, Mann. Wie soll man denn so überleben? Ich will doch nur mein Haus bauen.
Wir müssen es hier sicher machen, Leute. Wir müssen es hier einfach sicher machen. Ein paar Lichter, ein paar Zäune. Was stimmt mit dir? Das wird nein, ich bin fast tot. Tag. Bitte. Geht der Mond gerade runter oder geht er erst auf? Oh mein Gott. Ich weiß es gar nicht. Wird es eines Tages wieder hell? Jetzt lass mich durchbauen. Okay. Mein Stuff einsammeln. Wie viele hier auch rumgabbeln? Sucht euch ein Hobby, ganz ehrlich. Was ist denn los mit euch? Bin ich jetzt krepiert? Also hier ist ein Fall. Detektiv Zero ermittelt wieder. Wo ist die Leiche von Zero? Jetzt schwören können, dass es hier irgendwo war. Ich hätte es tagsüber direkt einbauen sollen. Ja, wer rechnet denn mit so einem Zuwachs von Zombies? Vor allem, die müssen einen ja sehen. Aus 3 Kilometer Entfernung müssen die mich ja schon gesehen haben. Und meine Erfahrung, ja. Nein. Ich brauche ein Schwert, ey, ganz ehrlich. Hätte ich ein Schwert, hätte ich sie jetzt alle weggenatzt. Lass mich doch in Ruhe. Genau. Mach die Zombies fertig. Die Sonne, sie kommt raus und rettet mich. Danke. Ja, genau. Verreckt da unten in der Höhle. Ganz ehrlich. Jetzt habe ich hier noch einen Enderman. Enderman können übrigens Sachen auch nicht klauen. Habe ich auch extra eingestellt. Damit wir safe sind von den ganzen Viechern. Nein, weg von meinem Zuhause. Nein, weg von meinem Zuhause. Oh Gott, jetzt bin ich gefangen mit den Zombies. Oh Gott, seid ihr schlau? Okay, sind sie nicht. Sonne, rette mich. Wieso brennt der nicht? Geht doch. Wieso brennst du nicht? Versteckt er sich in meinem Schatten? Kann das sein? Ja, scheiße war ihr Penner. Oh, ab. Endlich. Oh, Freiheit. Habe ich noch eine Schaufel? Ich baue mir mal eine neue Schaufel. Meine Fresse. Gemeißelter Stein. Ach, das ist überhaupt kein Bruchstein gewesen. Deswegen konnten wir keine Schaufel bauen. Ah. Na gut. Schnelles Haus zu Ende bauen. Oder zumindest mal einen Anfang bauen. Vor allem brauche ich gleich jetzt noch eine Menge Holz. Für den Boden. Weil klar, im Winter macht man Holzhäuser. Oder auch Stein. Meine wollte ich auch Stein. Aber ich mache Holz. Holz einfaches. In meinem Late-Game sind Steinhäuser natürlich einfacher, weil man da Stein ohne Ende hat, aber wir werden hier kein Late-Game haben. Es sei denn, ihr spielt 24 Stunden 7 durch oder habt Ferien in Kürze. Dann könnt ihr euch hier natürlich alles vollbauen. Wenn ihr einen Freund habt, der auch meinen Kanal guckt, dann kann ich den gerne mit auf die Whitelist packen. Aber, wenn der Server voll ist, muss er weg. Wobei, ich streich das lieber. Streich das lieber. Sonst komme ich gar nicht mehr rauf. Okay. Ich habe mir überlegt, ich habe jetzt hier einen 10er-Slot. Ich habe halt überlegt, man könnte halt einen Wechsel machen, dass du mit deinem Freund mal ausspielst. Aber, er kann auch einfach dein Profil nehmen. Ich glaube, das ist die bessere Lösung, als dass irgendwie ich hier 10 Leute habe mit 10 Freunden und 20 Leute dann drauf sind. Dann kommt ja keine Sau mehr rauf. So, das hier wird mein Haus, Freunde. So, ich brauche jetzt eine Axt.
So, obwohl, ich habe ja noch ein bisschen Fichtenholz hier, ne? Wir backen hier mal ein bisschen Fichtenholz hin. Ich werde sehr viel brauchen. So, eine Axt bitte. Zum Glück weiß ich noch ansatzweise, wie alles hier funktioniert. War das so rum? Ja. Holen wir uns mal ein bisschen Holz. Bin ich schon gespannt auf eure Häuser. Ich freue mich schon, euch die Häuser dann zu zeigen, die hier gebaut wurden. Ich würde aber schon sagen, nehmt irgendwie ein Areal, wo ich auch hinkomme. Denn wenn ich euer Gebäude nicht sehe, kann ich es ja folglich nicht zeigen, ne? Deswegen baut ruhig in der Nähe. Wenn ihr hier ins Inventar geht, könnt ihr auch sehen, was es hier alles gibt. Ich habe quasi auch Taschen, die ihr herstellen könnt. Damit könnt ihr halt ein bisschen mehr tragen. Wir haben Teleporter, damit ihr euch hin und her teleportieren könnt, falls ihr ein bisschen weiter weg wollt. Die baut man halt mit einem Ender-Shard. Und Ender-Shard baut man aus einem Enderauge. Und Feuer. Schmelzrezept. Na, immerhin. Was haben wir noch? Scripted Block, aha. Ich glaube, sonst gibt es hier nichts Neues. Ah, die NPC-Zauberstäbe. Ich habe auch, genau. Ich glaube, das war das hier, ne? Ja, der NPC-Zauberstab. Dafür braucht ihr zwei Brot und zwei Stöcker und dann könnt ihr NPCs erschaffen, die Stuff für euch verkaufen. Das heißt, wenn ihr etwas gefunden habt und verkaufen wollt, könnt ihr das damit einrichten. Oder vielleicht baut ihr euch einen NPC, der die Steinmine komplett auseinanderbaut. Die NPCs können nämlich auch farmen. Das ginge natürlich auch. Wenn ihr euch damit auskennt. Wenn nicht, dann habt ihr Pech gehabt. Guckt euch mal die Spinne an, die freundliche. Na, Spinne. Hattest du letzte Nacht auch so viel Angst? Das war eine schreckliche Nacht. Überall Zombies. Alle wollten sie mich töten. Ich weiß auch gar nicht warum. Ich will doch nur ein Weihnachtswunder erschaffen. Und da kommen Zombies und töten mich und wollen das Weihnachtswunder verhindern. Das hört sich nach einem guten Film an. Ich sollte Regisseur werden. Auf jeden Fall. Aber vorher sollte ich lernen, wie man dieses Wort ausspricht. So. Wie viel Holz habe ich jetzt? Das könnte reichen, ja. Der zerfetzte Stein kann weg, ganz ehrlich. Ich habe ihn wieder aufgesammelt, ne? So. Stimmt. Die muss ich noch mitnehmen. Oh, da ist noch Holz. Oh, Setzlinge kann man immer gebrauchen. Dann bauen wir den Boden aus. Und dann würde ich sagen, das nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen, habe ich schon ein komplettes Haus für mich gebaut. Oh yeah. So. Ich hoffe, ich werde es schön hinkriegen. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Vielleicht kann ich nicht so gut bauen, wie ich es eigentlich gehofft habe. Aber schauen wir mal. Aber den Boden können wir doch zusammensetzen, damit ihr zumindest gesehen habt, wie ich das Fundament aufgebaut habe. Und dann später vergleichen könnt, wie es dann aussieht. So, komm schon. Nein, scheiße. So, das heißt, für die Nacht bin ich jetzt gewappnet. Ich wünsche euch viel Glück auf jeden Fall beim Überleben hier in dieser Zombie-Apokalypse. Alter Schwede, überlebt man ja kaum. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich mache das immer so circa eine halbe Stunde ganz entspannt. Wenn ihr übrigens Fragen an mich habt, dann schreibt sie einfach in die Kommentare. Ich werde sie natürlich beantworten. Das Ganze wird hier nämlich ziemlich chillig. Oh ja, haut rein, euer Zero. Tschüss.